erzählen, was mir gar nicht so peinlich war, aber vielleicht der Dame sehr peinlich war. Und zwar hatte ich eine Verabredung, schon wieder eine Verabredung. Und bin was essen gegangen mit der Dame in ein Steakhouse oder beziehungsweise Steakrestaurant. Weil da gab es so ein Angebot, so ein Burger-Angebot. Ich wollte unbedingt die Burger ausprobieren, weil ich hatte so mein Burger-Flash in der Zeit damals. Und dann haben wir gegessen. Und wenn mir etwas nicht so krass schmeckt, also guck mal, bei mir ist so, die Formel ist ganz einfach. Je krasser es mir schmeckt, umso schneller ist das Essen weg. Je schlechter es mir schmeckt, es schmeckt mir, nein Spaß, je schlechter mir das Essen schmeckt, umso langsamer geht das Essen weg. Ich esse zwar auf, aber es geht wirklich langsam. Es kann sein, dass ich für einen Teller 15 Minuten brauche und es kann sein, dass ich für einen Teller wirklich nur 2 Minuten brauche, Leute. Mit derselben Portion, aber halt ein gutes Essen und ein schlechtes Essen. Und ich war mit der Dame essen, Burger bestellt, Vorspeise, Suppe, dann Burger. Es war so ein Drei-Gänge-Menü im Angebot für 24,90 oder so, 19,90 oder so. Fand ich sehr, sehr schön. War eher nicht so ein Date, war halt einfach eine Verabredung mit einer guten Freundin, die ich lange nicht gesehen habe und so, war also kein Date. Und die Dame hat dann gegessen und mir hat der Burger nicht so gut geschmeckt. Der war mir zu trocken, zu wenig Soße, die Pommes waren nicht so geil. Und dann hat sie einfach so komplett den Burger in 3 Minuten weggehauen oder 4 Minuten. So bam, 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 schmeckt voll lecker, sagt sie. Und ich so nach 5 Minuten habe gerade so irgendwie meinen halben Burger gegessen. Und sagt, oh, das ist mir voll peinlich und dies und das. Ich fand's aber todeslustig. Der Kellner kam auch und sagt so, hä? Die Dame hat mehr gegessen als du? Ich so, ja. Es hat mir nicht so krass geschmeckt.